Ich zeige dir heute drei Basic Grabs, und zwar Indie, Nose und Tail Wrap. Voraussetzung ist, dass du sicher straight Kicker fahren kannst und dass du die Parkregeln kennst. Das heisst, wenn du herfährst, schaust du um, wenn jemand fährt, machst du die Hände auf und dann darfst du auf den Kicker fahren. Wenn du gelandet bist, ist wichtig, dass du sofort wegfährst, damit alle anderen Leute sehen, dass du sicher gelandet bist. Ich zeige dir die Trockenübung zu diesen drei Grabs. Das erste ist der Innengrab. Den hältst du hier. Das ist die Fahrtrichtung, schaust du führen. Bevor du losfährst, musst du dir immer im Klaren sein, welchen Grab du machen willst. Beim Indie-Grab ist es wichtig, wenn du anfährst, gehst du etwas tiefer wie süß. Du abpoppen, ziehst deine Knie zum Körper, du mit der hinteren Hand die Zehenkante graben und schaust auch in der Luft schon in die Landung. So kannst du sicherstellen, dass du den Grab genug früh loslässt. Dann beim Nose-Grab tust du die Hand nach vorne, den Blick nach vorne, das hintere Bein gestreckt und das vordere anziehen. Es ist wichtig, dass du auch Fullbase anfährst, dass du abpoppen und dass du dein Gewicht nicht nach vorne verlierst. Das heisst, du tust dein vordere Bein anziehen und gehst mit der vorderen Hand in die Mitte deiner Nose. Dann tust du es halten, dein hintere Bein ist gestreckt und schaust in die Landung. Sobald du genug nahe bei der Landung bist, tust du natürlich rechtzeitig loslassen, damit du safe kannst landen. Wichtig ist, dass du weißt, wie weit du langen musst. Also übst im Trocknen. Und wenn du weißt, wie die Distanz ist, fällst du nachher auch viel leichter in der Luft, um dein Knie anzuziehen und vorne zu graben in der Mitte. Beim Tail Grab ist es genau umgekehrt. Du gehst mit der Hand dahinter nach hinten, schaust aber vorne. Da ist das vordere Bein gestreckt und das hintere angezogen. Wichtig ist, dass du nicht nach hinten schaust, sondern immer in die Fahrtrichtung. Beim Tail Grab fährst du ebenfalls Full Base an. Du musst ein bisschen abpoppen, aber nicht zu fest über deine Nose. Dann geht es darum, dass du den Blick nach vorne richtest und in dem Moment dein hintere Bein anziehst mit deiner hinteren Hand zum Tail Grab. Schön in die Mitte. Schau immer nach vorne, das ist wichtig, so dass du nach etwa 3/4 der Flugphase kannst rechtzeitig loslassen und landen. Ich empfehle dir, das nicht mit kleinen Kickern zu machen. So hast du einfach viel mehr Zeit. Es braucht ein bisschen Übung, dass du mit deiner Hand schön hineingraben kannst. Vergiss nicht, alle Grabs brauchen ein bisschen Zeit zum Üben. Und wenn du sicher bist, dann kannst du zum Beispiel auch mit 180s anfangen oder andere weitere Tricks mit den Grabs ein bisschen stylischer machen. Viel Spaß damit!